Hallo und willkommen zurück bei Warframe. Wie ihr seht, wir sind mal wieder bei einem Klassenguide, beziehungsweise beim Warframe-Guide. Es geht uns diesmal um den kleinen Nekros. Nekros hat vom Aussehen her nicht so viel zu bieten. Das ist sein Standard. Das ist mein Standard. Und das ist nicht mehr der Standardhelm. Das ist der Standardhelm. Ich habe mir gedacht, der ist vielleicht ein bisschen schicker. Findet man ab und zu mal in Alarmierung. Ist aber auch nicht so wichtig. Ihr seht, ein Former drinne, wenn überhaupt. Ist also noch nicht so mega gemoddet. Es reicht aber für mich zum Spielen. Ich habe mich eigentlich nur für Energieeffizienz entschieden, weil ich damit so quasi alles machen kann. Außer Fähigkeitsdauer. Das hat folgenden Grund. Seine Fähigkeiten basieren für mich hauptsächlich auf Effizienz. Also Seelenhieb, kraftvoller Schlag, bla bla bla. Ist eindeutig ein Schadenskill. Mit 500 Grundschaden ist er schon ziemlich heftig. Wird aber von wenigen Nekrossen regelmäßig eingesetzt. Wenn man natürlich einen Damage-Nekross spielen möchte, macht man sich natürlich einen mit viel Fähigkeit, Stärke und Fähigkeitsdauer. Eben wegen Fähigkeit 4. Wandelt Feinde in ein tödliches Geschoss und schädigt alles auf seinem Pfad. Heißt, dass der Gegner, der davon getroffen wird, fliegt nach hinten und alle, die den Gegner abbekommen, kriegen, sagen wir mal, mit Schaden. Es ist nicht der volle Schaden, aber sie kriegen auch Schaden. Schrecken. Schrecken ist eigentlich bis auf die Rüstungsreduktion völlig Fähigkeitsstärke los. Hat 20% Grundreduktion, aber die Fähigkeitsdauer ist davon, sagen wir mal, sehr abhängig. Das heißt, wenn ich jetzt mit 40% zünde, laufen sie 12 Sekunden rum, das reicht, um jemanden zu retzen. Lass es 10 Sekunden sein, weil 40% nicht 50% sind, laufen sie 10 Sekunden rum. Reicht, um jemanden zu retzen. Oder wenn ich kurz vorm Umkippen bin, drücke ich drauf und es reicht, damit sie mich retten können. Also die anderen. Ja. Ist insofern ein schöner Skill. Reichweite ist auf jeden Fall auch was Schickes, wenn man wirklich ein Crowd Control, AOE, bla bla spielen will. Würde ich aber nicht so empfehlen. Es gibt andere Warframes, die Crowd-Controlliger sind als Nekros. Das ist ein schöner Nebeneffekt, den man mit seinen anderen Fähigkeiten kombinieren sollte. Operator, Ordis wonders, what are you thinking about? Oder ich denke gerade nicht nach. Beziehungsweise ich denke nicht nur nach, ich erzähle gerade. Wenn du mir zuhören würdest, bla bla bla. Entweihen. Zwingt gefallene Gegner, weitere Beute fallen zu lassen. Chance für Fähigkeit, für Beute. Ja, für zusätzliche Beute 90%, damit ist alles gemeint. Also wirklich alles. Und Drop von Lebenskugeln 60%. Mit alles meine ich Mods, Munition, Materialien, seltene Materialien, Neuroden, NAV-Koordinaten. Alles. Sogar Energiekugeln können gedroppt werden. Das haben wir nicht so häufig. Lebenskugeln sind bei jedem zweiten Gegner drinne, bei mehr als jedem zweiten Gegner. Deswegen lohnt sich bei Nekrossen, gerade wenn man sie levelt oder diesen Sonderslot freischaltet, Gleichgewicht, weil sie dann Leben und Energie bekommen. Wie dem auch sei. Es gibt sogar dann noch übertriebener eine Syndikat-Mod, mit der man Entweihen mit Leben bezahlt. Was heißt, ich würde dann, weil ich so viel Fähigkeitseffizienz habe, 10 oder 12 Leben ausgeben, um zu entweihen. Dabei entweihe ich jedes Mal drei Gegner. Heißt, ich kriege durchschnittlich ein bis zwei Kugeln, die mir dann insgesamt 25 bis 50 Leben geben. Für 10 Leben, die ich eingesetzt habe. Kann man machen, wenn man zu viel Platz im Warframe hat, muss man aber nicht. Kommen wir zum letzten, der Nekros nicht zum reinen Crowd Control, Gegnerschubs, Loot-Monster macht, sondern zu einem wirklich, sagen wir mal, auch selbstständig spielbaren.
Schatten der Toten. Alles, was von mir getötet wurde, wird wiederbelebt. Kriegt 2,5-fachen Schadensmultiplikator, Gesundheitsmultiplikator und kann bis zu 7 Gegner sein. Das kann man alles durch Fähigkeitsstärke erhöhen. Das heißt, je stärker meine Fähigkeitsstärke ist, je höher ist der Multiplikator. Also meines letzten Standes nach, es kann ja sein, dass sie jetzt irgendwas umgepatcht haben in letzter Zeit, ich habe mich da jetzt nicht extra heute für informiert. Der Gesundheitsmultiplikator steigt und auch die Menge der Gegner, die betroffen sein können. Heißt auf jeden Fall, für diese Fähigkeit ist Fähigkeitsdauer und Fähigkeitsstärke essentiell. Und wenn man jetzt hört, man braucht für die vierte Fähigkeit Dauer und Stärke, macht man natürlich auch mit den ersten beiden wieder deutlich mehr Schaden bzw. mehr Effekt. Gut. Dann zeige ich euch unser kleines Loot-Monster mal im Einsatz. Wir haben natürlich wieder die Bolter dabei, wie immer. Und wie zu jedem guten Guide, den ich mache, gehört natürlich auch die standardmäßige Saturn-Überlebensmission für eine gewisse Vergleichbarkeit der Warframes, weil sie ja alle auf selben Terrain getestet werden. Also wäre ja doof, wenn ich jetzt Necros in eine Wrack-Überleben schicke mit Level 35 bis 40 Gegnern und Mac gegen Level 2 Grineer kämpfen lasse, die alle One-Hit sind von der ersten Fähigkeit. Ja, deswegen, ich habe mich für Überleben gegen Befallene entschieden, weil, ja, hatte ich ja schon am Anfang der ganzen Guides gesagt, auch während des Schadensguides, weil mir die Befallenen eine ausreichend stupide Fraktion sind, dass sie, egal ob nah- oder fernkampfbasierter Warframe und egal ob ein Magier oder ein Tank, doch alle vergleichbar darstellbar sind. Ich hätte das Ganze auch mit Grineer machen können, nur dann haben halt die Nahkämpfer echt Nachteil, weil die Grineer die ganze Zeit auf ihn rumballern können. Oder ich hätte das mit Korpus machen können, Nahkämpfer noch größere Nachteil. Weil in den Grenier gibt es wenigstens noch eine ausreichende Menge Nacken. Hier sehen wir die erste Fähigkeit. Fliegt halt durch. Ich ziele auf den vorderen und der hintere wird mit beschädigt. Allerdings nicht so mega viel. Kommen wir zur dritten Fähigkeit. Flo. Meins. Also ihr habt gesehen, ist Credits rausgekommen, ist Energie, Munition hat's geregnet. Alles supi. Und sogar diese Life-Support-Kapsel. Was Necros bei jeder höheren Überlebensmission einfach quasi fast zu einem Zwang macht. Der einzige, der da noch mithalten kann in der Nützlichkeit, ist Hydroid. Allerdings nicht in Kombination. Hydroid hat ja die Tentakel-Monster-Fähigkeit. Er beschwört Wassertentakel, die die Gegner töten. Und dabei haben sie eine 100% Chance, zusätzlich Blut fallen zu lassen. Das kann man natürlich mit Ausweiden dem hier kombinieren. Dann lootet man halt jeden Gegner dreimal statt zwei. Hier haben wir den 4-Effekt. Ja, was soll man da auch groß anderes erwarten? Die Gegner laufen weg. Wenn sie jetzt zur Wand gehen und den Kopf dagegen schmettern, wäre es kein 4-Effekt, sondern eigentlich bin doof weg. Weil das bei denen wohl auch keinen Unterschied mehr macht. Ja, es ist eine schöne Fähigkeit für taktische Einsätze, wie zum Beispiel, wir machen eine hohe Überlebensmission und irgendeiner kommt auf die Idee, aus der sicheren Deckung rauszulaufen, wo man sich verschanzt hat, um irgendwas einzusammeln, weil er eingeschlafen ist und mit dem Kopf auf der Vorwärtslaufen-Taste liegt. Oder weil er betrunken ist und der Meinung war, es wäre lustig zu gucken, ob die Gruppe reagiert, wenn man auf einmal tot auf dem Boden liegt. Ja, die Gruppe reagiert. Ungefähr so. Und dann wird gerettet. Spektakulär. Ja, also wie gesagt, das ist so ein
wirklich doch schöne Fähigkeit, gerade wenn man in Gegenden unterwegs ist, wo die Gegner einfach übertrieben stark sind. Ich habe jetzt 40% meiner eigentlichen Fähigkeitsdauer nur drin, wegen flüchtiger Expertise. Und trotzdem laufen sie schon noch ziemlich lange weg. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, primed, nicht Kontinuität, Stromlinie hätte, sofern es die noch gibt, da sind wir uns momentan nicht einig. Warframe und ich bin dafür, dass es sie gibt. Einige sagen nein. Aber mit Primed Kontinuität wäre es auch drin, wenn man wieder auf 100%. Dann rennen die halt eine halbe Minute lang im Kreis und sagen, oh mein Gott, da ist ein Nefos, ich habe Angst. Nein, eure Pinsel ist ja nicht schick. Ja. Kommen wir mal zur letzten Fähigkeit. Die durchzukanalisieren dauert natürlich ein bisschen länger. Und schon haben wir Lust, die dunkle Verbindung. Das sind meine. Sind wahrscheinlich so um die 7 Stück. Weil ich ja keine zusätzliche Fähigkeitsstärke drin habe. Und sie leben auch nicht allzu lange, weil ich ja verkürzte Fähigkeitsdauer habe. Aber ich bin halt gerne am Looten. Und genau das tut dieser Nekros. Und zwar ziemlich intensiv. Ja, sich jetzt Naturtalent reinzutun, um die Aktivierungsdauer der Fähigkeiten dieser Entweihenfähigkeit zu verringern, ist natürlich ein Plan. Aber ja, wer Slots und Abzug genug hat, kann das gerne tun. Ich hab's nicht. Also, das bisschen Zeit, das ich dabei spare, könnte ich auch intelligenter einsetzen. Zum Beispiel, indem ich einfach mehr Fähigkeitsstärke reinballere. Oder mehr Fähigkeitsdauer. Oder irgendwas anderes. Ja. Warum soll ich eine halbe Sekunde weniger zum Vieren brauchen, wenn der Vier einfach mal 30 Sekunden halten kann? Ja klar, es kann die halbe Seite sein, in der man getötet wird. Es kann aber auch die halbe Minute sein, in der man rumläuft und lootet. Und wenn man keine halbe Sekunde mehr Zeit hat, sondern nur noch eine Viertelsekunde, wenn es halt auf diese Viertelsekunde ankommt, dann ist es doof. Ja. Was noch dazu gesagt werden sollte, es gehen jetzt Gerüchte rum, dass Gegner unterschiedlich häufig lootbar sind. Ich weiß, dass Gegner, die in Stücke gehackt wurden, zweimal als zwei Gegner zählen. Also dann lootet er halt doppelt den Ober- und Unterkörper. Das heißt, ein Schnittwaffen-Fan ist eigentlich auch ein Freund von einem Nekros. Selbst wenn er es selbst ist. Ja, Nekros können mit sich selbst befreundet sein. Andere sagen, man kann jeden Toten dreimal entweihen. Dazu habe ich noch keine Untersuchung angestellt. Ich hämmer einfach immer auf die Taste, beziehungsweise ich drücke natürlich die Taste. Überlegt. Kein Panikspieler. Ich tippe sie durch, bis sie nicht mehr angezeigt. Ungültiges Ziel. Ich habe eben zwei Sachen umgebracht, konnte zweimal looten. Ja. Scheinbar hat man, würde ich jetzt hier anhand dieses Versuchs sagen, eine Chance, dass der Gegner bis zu dreimal wieder lootbar ist, weil er sich bei einem Lootversuch auflöst und dann ist er wirklich nicht mehr lootbar. Gut. So viel zu Nekros. Noch zum Fundort von Nekros. Man braucht NAV-Koordinaten, um sich Orokin-Wrack-Schlüssel zu bauen. Und diese Orokin-Wrack-Schlüssel braucht man. Man macht zum Beispiel Auslöschung, weil es so schön einfach ist. Um
Lefaris-Nav-Koordinaten zusammen. Früher hießen sie Golem-Nav. Und aus diesen Golem, Lefantis-Nav-Koordinaten bauten sich einen Key, mit dem man dann Lefantis-Attentat, also Orokin-Wrack-Attentat-Keys bekommt. Das ist ein Boss, den ich noch nicht vorgestellt habe. Einfach weil er ausreichend nervig ist, dass man ihn allein ungern macht. Wenn das gewünscht wird, dass ich nochmal einen Bossguide dazu mache, ist es kein Problem. Kurz erklärt, er startet mit drei Schwabbel kommen aus dem Boden. Also ist ein Schwabbel, der an einen Grenier erinnert. Das ist so ein, sagen wir mal, langer Kopf. Dann gibt es noch einen, der an einen Korpus erinnert und einen, der an halt die üblichen Befallenen erinnert. Und das sind zwei Nahkampf- und ein Fernkampf. Und sind nur, sagen wir, in der rosa Zone verwundbar. Rosa? Ja, nein. Ja, halt drauf schießen, bis alle drei kaputt sind. Diese rosa Stellen, wenn sie den Kopf aufmachen. Wenn man das geschafft hat, bricht der Boden ein, man sieht den richtigen Lefantis und macht das gleiche nochmal. Man schießt auf die rosa Stellen in den Köpfen, die jetzt alle drei gleichzeitig angreifen. Und freut sich in Keks, bis sie doppelt sind. Man kann sie durch Necros doppelt looten. Sehr schön. Weil sie entweder eine Neurode, eine Mod oder eine Orokinzelle droppen. Und Lefantis selber nochmal. Das heißt, wenn man ihn doppelt lootet mit Necros, hat man insgesamt die Chance auf 8 Orokinzellen in einer einzigen Mission. Ja, und er droppt halt das ganze Necros-Set bis auf die Blaupause. Die holt man sich für 100.000 Credits im Markt. Ich hoffe, es hat euch einen kleinen Einblick in die Welt des Necros gegeben und euch gefallen. Ich sag dann mal soweit. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.